Das Jahr 1963 hat dem deutschen Volk, ja der ganzen Welt, manche schwere Stunden gebracht. Es gab Situationen, in denen es aller Klugheit, allen Mutes und aller Gelassenheit bedurfte, um sie zu meistern. Immer wieder hat dieses geduldige Weiterarbeiten und das Festhalten an dem für richtig Erkannten zu guten Entwicklungen geführt. Von einzelnen Ereignissen möchte ich hier zwei besonders hervorheben. An erster Stelle möchte ich den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag nennen, der im Januar dieses Jahres zwischen Präsident de Gaulle und mir vereinbart wurde und der im Juli 1963 in Kraft getreten ist. In ihm haben zwei Völker jahrhundertealten Streit begraben und damit ein Vorbild gegeben für alle, die wahrhaft guten Willens sind. Der Vertrag sollte nicht Tagesfragen regeln. Tagesfragen werden und müssen durch die geduldige Arbeit der Fachleute geregelt werden. Diese Tagesfragen sind aber doch bei allen Schwierigkeiten, die sie oft in sich bergen, nicht auf das Ganze gesehen entscheidend. Der Vertrag sollte vielmehr einen Rahmen geben für ein freundschaftliches Zusammenleben zweier Völker, und er sollte auch der deutschen und der französischen Jugend eine helle und frohe Zukunft sichern. Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag wird, das ist meine Überzeugung, noch wirken und lebendig sein, wenn manche Vorgänge dieses Jahres, die uns jetzt so wichtig und so schwer erscheinen, lange vergessen sind. Das zweite Ereignis, das ich besonders hervorheben will, ist der Besuch des so tragisch von uns gegangenen Präsidenten Kennedy, sein Besuch in Deutschland und der überaus herzliche Empfang, der ihm vom gesamten deutschen Volke bereitet worden ist. Das deutsche Volk hat dadurch die vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten seinerseits erneut unterstrichen und gefestigt. Und ich weiß, dass der Besuch auch vom amerikanischen Volk und vom Präsidenten Kennedy selbst so aufgefasst worden ist. Das Jahr 1964 wird uns weiter manche ernste Stunde bringen, aber im engen Zusammenleben mit unseren Freunden in der Welt wollen wir alle Schwierigkeiten meistern und ich bin überzeugt davon, mit Gottes Hilfe wird auch das Jahr 1964 im Grunde genommen ein friedliches Jahr bleiben.